Hey meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du dabei bist zur neuen Folge des Braut-Podcast. Dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst. Und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Manchmal kommt plötzlich Wut in uns auf, weil irgendetwas passiert, was uns ärgerlich macht. In der Episode heute spreche ich genau darüber, was wir in solchen akuten Momenten tun können, was du tun kannst, um entspannt zu sein. Denn vor allen Dingen zur Hochzeitsplanung ist doch das richtig essentiell, dass du entspannt bist und dich nicht von Dingen ärgern lässt. Und nicht nur während der Planung, sondern auch am Hochzeitstag selbst. Denn auch da können manchmal Dinge passieren, die dann in dir eine Wut aufsteigen lassen, einen Ärger aufsteigen lassen. Und wie du dann damit umgehen kannst, das erzähle ich dir heute. Kennst du solche Tage? Dein Kollege ist im Urlaub und hat dir seinen vollen Posteingang überlassen. Der quillt einfach über, da sind 100 E-Mails ungelesen und du weißt einfach nicht, wo du zuerst anfangen kannst, anfangen sollst. Und du sitzt davor und du denkst, so ein Ärger und du bekommst eine echte Wut auf deinen Kollegen. Dann wird dir beim Nachhauseweg die Vorfahrt genommen und wieder steigt Ärger in dir auf. Nach der Arbeit machst du einen Zwischenstopp bei deiner Mama, um ihr die Brautschuhe zu zeigen, die heute angekommen sind. Doch sie kritisiert direkt die Farbe und du bekommst wieder Wut in dir. Vielleicht gibt es solche Tage bei dir, nicht genau solche Tage, aber ähnliche Tage, wo du häufig irgendwie das Wutgefühl in dir spürst und der Ärger in dir aufsteigt. Und irgendwie ist es ja so, wenn du einmal dieses Gefühl am Morgen gespürt hast, dann durchzieht sich das den ganzen Tag. Immer wieder kommt dieser Ärger auf und es ist im Grunde wie so ein Kreislauf, wie ein Loop. Wenn du einmal da drin gefangen bist, dann kommst du an dem Tag häufig gar nicht wieder raus. An diesen Tagen ist es echt schwierig, entspannt zu sein und sich eben nicht zu ärgern. Denn es hat, wie gesagt, ja einmal angefangen und dann zieht sich das so weiter. Wir laufen alle mit Erwartungen durch die Gegend. Jeder Mensch von uns hat irgendwie Erwartungen auf all das, was so um ihn herum passiert. Du hast Erwartungen an deine Mama, dass ihr die Brautschuhe gefallen, die du ausgesucht hast, die du für gut befunden hast und die dir gefallen. Die Erwartung, dass Mama sagt, yay, die sind mega gut, die gefallen mir auch genauso wie dir. Das ist deine Erwartung. Du erwartest, dass sich alle strikt an die Verkehrsregeln halten und ja, dir nicht die Vorfahrt nehmen, alle sich gesittet verhalten, den Verkehrsregeln entsprechen und du einfach genau ganz locker, flockig durch die, ja, zur Arbeit fahren kannst, von der Arbeit zurück oder durch die Gegend fahren kannst. Du erwartest, dass alle Menschen rücksichtsvoll sind, dass dein Kollege daran denkt, dass er dir eben nicht so viel Arbeit hinterlässt, dass er rücksichtsvoll mit dir ist. Und wir ärgern uns dann, wenn genau diese Erwartungen, die wir haben, die wir in uns schüren, eben nicht erfüllt werden. Da steigt dann die oder setzt sich die Realität dann gegen unsere Vorstellung. Das passt einfach nicht zusammen. Realität versus Vorstellung passt nicht. Und dann sehen wir genau den Grund, uns zu ärgern. Dieses ungute Gefühl in uns steigt auf, so ein Feuer, was durch den ganzen Körper zieht und dann eben die Wut generiert. Grundsätzlich ist natürlich echt wichtig, dass wir unsere Erwartungen neutralisieren, also herunterschrauben. Eben nicht die Erwartung haben, dass unserer Mama, der Mama, auch die Brautschuhe gefallen. Dass wir eben nicht die Erwartung haben, dass sich alle strikt an die Verkehrsregeln halten. Dass wir eben nicht die Erwartung haben, dass alle Menschen um uns herum rücksichtsvoll mit uns sind. Das ist das Hauptding, die Erwartung runterzuschrauben. Aber das klappt nicht immer. Es ist einfach so. Es klappt nicht immer und es gibt Momente, selbst wenn du deine Erwartung, wenn du es schaffst, auf Dauer deine Erwartung zu minimieren und die Erwartung einfach loszulassen, gibt es immer mal wieder Momente, wo dann doch der Ärger in dir aufsteigt. Vor allen Dingen in Situationen, in Momenten, in Zeiten, wo es einfach viel, viel stressiger in deinem Leben ist, wo viel, viel mehr ja, auf dich einströmt wie in der Zeit vor der Hochzeit.
Und dann habe ich einige Tools für dich, die dir in solchen akuten Momenten helfen können. Denn nicht immer schaffen wir es eben, mit den Erwartungen runterschrauben. Und dann helfen uns diese Tools richtig, richtig gut weiter. Du kannst sie während der Hochzeitsplanung nutzen, aber auch fernab davon. Die ein oder anderen sind auch super am Hochzeitstag selbst, sollte eben doch etwas in dir aufkeimen, was Ärger verursacht. Mein allerwichtigstes Tool an der Stelle ist, ruhig zu atmen. Das habe ich sicherlich in den ganzen Podcast-Folgen bis hierher schon ganz, ganz häufig erwähnt, wie wichtig Atmen ist. Und es ist auch sicherlich ein ganz, ganz altes Tool, was so häufig mitgegeben wird. Aber es hilft tatsächlich. Ich erinnere mich noch genau, mein Papa hat immer früher gezählt. 21, 22, 23 und dann zu sich selbst gesagt, Vater, bleib ruhig. Was bei ihm irgendwie wie ein Spaß klang, ist aber tatsächlich wahr und hilft. Kurz zu atmen, bevor du mit Wut auf den Gegenüber reagierst. Also etwas passiert und du atmest, du konzentrierst dich kurz auf deinen Atem und reagierst erst dann. Der Name auf der Hochzeitstorte fehlt am Hochzeitstag. Du schaust auf die Torte und entdeckst, eure Namen fehlen. Dabei hattest du es doch genau so bestellt mit euren Namen. Und da steigt der Ärger auf. Und dann erinnere dich daran, zu atmen und dann erst zu reagieren. Das verschafft dir dann zum einen kleinen Moment Zeit, zu merken, okay, ist es wirklich so tragisch, ist es wirklich so schlimm? Aber das Atmen beruhigt dich auch. Du kannst nach der 4-2-6-2-Methode gehen. Da geht es dann darum, dass du auf 4 Sekunden einatmest, also 1, 2, 3, 4 einatmen, dann 2 Sekunden Pause machst, dann 6 Sekunden ausatmest und dann 2 Sekunden Pause machst und dann wieder auf 4 Sekunden einatmest. Wenn du so richtig verärgert bist, dann kennst du es sicherlich, dass sich dein ganzer Körper irgendwie so anfühlt, als sei er unter Strom. So eine Energie in deinem Körper, die irgendwie nicht fließt, wo es nicht weiterläuft. Also du hast einen Energiestau in deinem Körper, wenn du dich ärgerst. Du blockierst dich innerlich. Und was ich dann immer mache, ist, dass ich hüpfe oder tanze. Aber hüpfen ist schon echt super gut und löst die Energieblockaden und lässt das Ganze wieder fließen. Und glaub mir, danach fühlst du dich wieder viel, viel besser. Oder auch das Tanzen. Mach deine Lieblingsmusik an, 2,5 Minuten, 3 Minuten, keine Ahnung, und tanz zu deinem Lied und schüttel dich einfach mal ab und lass das Ganze, diesen ganzen Stress, diese ganzen Ärger aus dir raus. Sport ist da tatsächlich auch gut. Es ist ja im Grunde auch wieder die Bewegung. Also eine Runde laufen oder Trampolinspringen, wo auch immer du Lust drauf hast, was du magst. Das ist perfekt, um dich wieder in Fluss zu bringen und deinen Ärger quasi in Luft aufzulösen. Probier es einfach mal beim nächsten Mal aus, vielleicht am Anfang mit dem Hüpfen oder mit dem Tanzen und guck mal, was passiert. Ich verspreche dir, es wird etwas passieren. Wichtig an der Stelle ist auch, dass du deinen Ärger nicht mehr in den Mittelpunkt stellst. Und wenn du zum Beispiel hüpfst oder tanzt, dann tust du das. Du richtest deine Aufmerksamkeit gar nicht mehr auf den Ärger, sondern auf andere Dinge. Wenn du dir mal eine Dartscheibe vorstellst, die Wut kommt und setzt sich genau in die Mitte, da wo der rote Bereich der Dartscheibe ist, und du hast genau dann deinen Fokus da drauf. Also du stehst vor der Dartscheibe und wir haben den Fokus ja immer darauf, dass wir die Mitte treffen wollen. Und so ist es dann auch. Dein Fokus liegt genau auf der Wut. Die Wut liegt genau auf dem roten Fleck in der Mitte und alles andere platziert sich drumherum. Also stell den Ärger nicht in den Mittelpunkt. Es geht natürlich nicht darum, dass du den Ärger runterschluckst. Absolut nicht. Es ist völlig okay, sich mal kurz zu ärgern. Aber räume dem Ärger nicht zu viel Platz ein. Nicht den kompletten Fokus oder nicht den wirklichen, zentrierten Fokus. Lasse ihn einfach nur kurz im Mittelpunkt deiner Dartscheibe sein. Wenn es unbedingt nötig ist, dann reg dich einfach kurz auf, aber maximal 2 Minuten. Und dann verlässt der Ärger, der Stress wieder die Mitte deiner Dartscheibe. Etwas, was ich selbst gern mache, wenn eine Wut kommt, wenn eine Wut in mir aufsteigt, dann lächle ich.
Das Gehirn bekommt durch das Lächeln positive Signale zugesendet. Und das macht dann direkt einen positiven Moment, ein positives Gefühl in dir und dein Allgemeinbefinden wird direkt viel besser. Also Lächeln macht uns ein gutes Gefühl. Und zu dem Lächeln könntest du dir sogar noch ein eigenes Mantra überlegen. Ein Mantra ist ein Satz, der dich in einen ausgeglichenen Zustand bringt. Zum Beispiel wie mein Papa damals mit seinem Vater bleib ruhig, hat er unterbewusst auch sich ein Mantra geschaffen. Das Wort Ruhe oder ruhig ist ja gleichgesetzt mit uns für Entspannung. Also wir assoziieren mit ruhig Entspannung. Ruhe gleich Entspannung. Dein Mantra könnte also sein, ich bin ganz ruhig oder ich bin ganz entspannt. Wenn du dir das im Kopf sagst, musst du nicht laut tun, aber wenn du dir das im Kopf sagst, während du versuchst, deine Wut beiseite zu bringen, deiner Wut nicht mehr den Fokus zu schenken oder zu lächeln oder zu atmen, dann verstärkt das Ganze. Worte mit Gefühlen zu verbinden ist einfach total kraftvoll und super und hilft einfach oder verstärkt das Ganze nochmal. Generell ist es doch so. Warum willst du dich überhaupt ärgern? Frage dich das mal. Warum will ich mich ärgern? Bringt dich das wirklich weiter? Die Dinge sind doch schon getan oder sie sind gesagt. Und manchmal sagen wir uns, nach dem Ärgern geht es mir besser. Aber ist das wirklich so? Achte mal darauf. Mach mal den Vergleich. Wenn du den Ärger nicht runterschluckst, aber den Fokus schnellstmöglich veränderst. Oder aber wenn du den Ärger und die Wut über Minuten und Stunden mit dir mitträgst, wenn du dich immer wieder darauf fokussierst, wenn du schaust oder wenn du wieder daran denkst, dass du dich geärgert hast, dann ärgerst du dich immer noch. Was fühlt sich jetzt besser an? Den Fokus schnellstmöglich verändern, lächeln und zu merken, dass mich das überhaupt nicht weiterbringt, dass ich mich ärgere. Oder eben die Wut und den Ärger über Stunden mit dir tragen. Schau da einfach mal, wie es in dir sich anfühlt und ob es tatsächlich so ist, dass Ärgern uns weiterbringt. Lass uns doch an der Stelle nochmal alles zusammenfassen. Wenn du in den kommenden Monaten oder Momenten erlebst, dass Wut in dir aufsteigt, zum Beispiel dein Brautkleid ist nicht zum vereinbarten Tag, sondern erst 3 Tage später fertig oder die Location hat euren Termin zur Besprechung vergessen oder die Save-the-Date-Karten kommen mit falschem Datum, dann achte doch direkt auf deinen Atem und beruhige dich damit selbst mit der 4-2-6-2-Atmung. Bewege deinen Körper, um die Energie zu verändern, um wieder den Energiefluss zurückzuholen. Lass den Ärger nicht im Mittelpunkt bleiben, sondern fokussiere dich nicht auf den Ärger, sondern auf alles drumherum und ärgere dich nur kurz. Lächle und überlege dir dein Beruhigungsmantra, dein Mantra, was dich immer wieder runterbringt. Und dann frage dich, bringt mich das Ärgern in diesem Moment wirklich weiter? Oder ist es einfach passiert und damit eh schon vertan? Du Liebe, ganz sicher, wenn du dich das nächste Mal ärgerst, wirst du an diese Folge zurückdenken und sicher braucht es manchmal etwas Übung, diese Dinge durchzuführen und diese Tools zu nutzen. Aber mit der Zeit wirst du immer mehr merken, dass du mit dem Ärgern über andere oder über dich selbst einfach nicht weiterkommst. Ich freue mich, wenn du bei Instagram mal vorbeischaust unter @brautcoach und da einfach mal guckst, was da so gibt. Und jetzt wünsche ich dir eine tolle Woche und danke dir von Herzen, dass du immer wieder dabei bist, jede Woche wieder. Vertrau dir, deine Stefanie.